Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Titel gewählt für diese Sendung, nämlich die Sucht nach Anerkennung und was das letztendlich alles für Folgen hat. Und das möchte ich heute besprechen mit einem Herrn, der extra aus dem Kloster Rikkon angereist ist. Er ist ein buddhistischer Lehrer und ich möchte mal wissen, wie aus seiner Weisheitslehre heraus sich dieses Bild der Sucht nach Anerkennung interpretieren lässt, ob das zielführend ist oder eben eine Sackgasse darstellt. Ich nehme Sie gleich mit auf den Weg, bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, der Lothen Dahozang. Ganz herzlich willkommen, lieber Lothen. Ja, diese Sucht nach Anerkennung, das hat ja schon sehr vieles mit unserer Darstellung zu tun. Mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Wohnwagen und. Und das identifiziert mich. Und meiner Erachtens ist ja das total oberflächlich. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Trotzdem ist der Druck von außen so groß auf die Menschheit, sich mit diesen Dingen zu identifizieren. Mhm. Und das ist doch eine Sackgasse, oder? Mhm. Ja, wir haben jetzt kürzlich eine spirituelle Reise, so circa 20 Tagen nach Bhutan gemacht und in den Himalayas dort meditiert, wunderbare Kraftorte aufgesucht und dann haben viele, auch der Teilnehmer, haben festgestellt, dass diese Bedeutung der Anerkennung, was wir in der Schweiz so wesentlich ist, so wichtig ist, was wir tun. Und da wird auch gerade nach Namen gefragt und dann wird man auch gefragt nach dem Beruf etc. und so weiter. Und das alles in den Himalayas, wie im wunderbaren Land in Bhutan, nicht so wesentlich ist. Und dass man, vielleicht hat es auch mit der gewissermaßen auch mit Einsamkeit zu tun, hier ein großes Thema ist im Westen, in der Schweiz. Und ich habe ja in verschiedenen Welten gelebt, als Kind in Tibet unter Herrschaft der Chinesen, in einer kommunistischen Welt, das ist eine ganz andere Sichtweise. Dann kam ich in die Schweiz, lernte ich eine völlig neue Welt kennen. Ich brauchte Jahrzehnte, um auch das überhaupt zu verstehen, wie das hier, welche Dinge wesentlich ist, was bei uns gar nicht so wichtig ist. Und gerade die Anerkennung ist, wenn man in diesem tibetischen kulturellen Kontext lebt, ist überhaupt nicht wichtig, weil wir sind auch in der Schweiz, die Tibeter sind sehr familiär organisiert. Also Familien bedeutet die Großfamilie mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Kindern, mit den Tanten und Onkeln. Und dann in dem Bereich der spirituellen Lehrer, die man dann hat, und sehr enge Freunde. Also neue Freunde zu suchen, wie man im Westen sehr oft geschieht, ist gar nicht gut angesehen. Neue Freunde suchen, das ist nicht so, weil man hat einfach Freunde, die man zur Primarschule schon mitgegangen ist, so ein bisschen, das ist in Wallis ist noch so wunderbar. Mhm. Man kennt einander und man kennt auch sehr, sehr lange Zeit. Und die familiären Struktur, die man hat, wie in den früheren Schweizer in einem großen Bauernhaus gelebt hat und so weiter. Und dann ist ja nicht so relevant, was der Nachbar und die anderen über dich denken. Du musst dich ja gar nichts beweisen. Deine alten Freunde, deine Eltern, für die ist ja nicht wesentlich, ob du dick oder dünn oder intelligent oder ein bisschen weniger intelligent das bist. Du musst ja nichts beweisen. Und ich glaube, wir haben auch in der Schweiz etwas verloren, was eigentlich ganz wertvoll ist, in diesem wunderbaren Land, auch diese alten Struktur des Zusammenlebens. Und man muss ja nicht ständig was beweisen. Und ich glaube, die Anerkennung hat sehr, sehr stark damit zu tun. Wesentlich ist ja bei einem Menschen nicht, was er hat, sondern was er ist. Das Sein ist ja etwas ganz Wertvolles. Und das Sein definiert sich aus der Qualität des Herzens.
Das wenn ich deinen Texten, deinen Sätzen so folge, dann komme ich ja nur eigentlich zu einem Schlüssel, nämlich zur Einsamkeit. Das heißt, diese Sucht nach Anerkennung hat mit Einsamkeit eine Kausalität. Ja, das denke ich. Das denke ich, wenn man sie auch, wie gesagt, heute hier in der Schweiz Menschen begegnet, dann nach dem Namen kommt schon, was man dann tut. Und dann kommt natürlich schon, dass die Tätigkeit des Menschen, der sich zur Geltung verschafft und so weiter, und immer wieder auch Anerkennung von anderen Menschen, was für unsere Kultur nicht wesentlich ist, sondern du hast den Menschen, die du hast, seit Kindheit. Und deren Meinung ist relevant und wichtig. Und was die neuen Menschen, die du dir über den Weg läuft, was die denken, ist für uns nicht wesentlich. Mhm. Und deswegen finde ich, dass das, dass eben diese Rückbesinnung in der Gesellschaft von sogar auch Menschen, die für dich wichtig ist, sei es Freunde, sei es Verwandte, sei es Partner, deren Meinung dir etwas bedeuten soll, und du musst ja nicht so leben, so denken, dass alle dich dann gut findet, nicht? Was heißt alle? Anzahl der fühlenden Wesen ist unzählig, laut Buddha. Soweit der Raum reicht, der Raum kennt keine Grenze. Du kannst nicht alle unzählige Wesen, Menschen, dich dann gut finden. Das ist nicht wesentlich. Ja. Wenn wir jetzt mal so ein kleines Beispiel machen, irgendein Kind, das zur Schule kommt, der Druck ist groß, Einheitskleidung oder Markenkleidung, Erscheinungsbild, auch da die Sucht nach Anerkennung, reflektierst du das hier auch sofort mit zu wenig Liebe bekommen zu Hause, dass sie eigentlich diese Person dann nicht mit sich selbst schon im Reinen ist, sondern eigentlich Bestätigung sucht? Ja, wie gesagt, die Bestätigung von anderen Menschen ist hier sehr auffallend groß. Was in unsere, wie ich aufgewachsen bin, dass es kaum vorhanden ist. Mhm. Ja. Verstehe ich, aber ich sehe aber auch in der Sucht nach Anerkennung ein ausgeprägtes Ego-Bewusstsein, was auf der Suche ist, vielleicht nach Liebe oder nach Wertschätzung. Ja, sicher, ja. Ja. Also Liebe nach Wertschätzung, genau. Ja, natürlich, jeder Mensch will geliebt werden und respektiert und Wertschätzung, ja. Aber konkret, du musst ja nicht von allen Menschen geliebt und wertgeschätzt werden, nicht wahr? Also, keine Ahnung, wenn du Schauspieler bist oder viele Fans brauchst oder sowas, von denen abhängig ist, ist eine andere Sache. Sondern, man kann ja intensiv im Alltag nur mit weniger Menschen intensiv zusammenleben. Also sonst, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und da musst du schon auch in deren Freundes, familiären auch wesentlich sein und auf die Menschen, die dich umgibt, seit sehr vielen Jahren, und sei es Freundschaft oder Verbindung, aufbauen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die in unserer Erziehung, die dann in den tibetisch-buddhistischen Kontext so wir leben. Ja. Mhm. Ja, ich finde das ja auch hochachtungsvoll, superschön, wenn man in mehreren Generationen, großen Familien zusammenlebt und eigentlich jeder ist gut, so wie er ist. Ja, genau. Und eigentlich auch so aufwachsen darf, dass er gut ist, so wie er ist. Aber eben, wie gesagt, hier in der Schweiz, vielleicht Deutschland ist ähnlich, Österreich bestimmt auch, ist man irgendwie nicht gut, so wie man ist. Sondern man muss so sein oder so sein, und dann hat man den Fernsehen und da hat man die Zeitschriften und die Mode und jeder sagt, wie man gut ist und wie man erfolgreich ist. Und durch das, dass wir uns ja immer nach außen reflektieren, wollen wir ja das auch. Und hier passiert meiner Erachtens einfach irgendwas, was total krank ist und unerreichbar ist und einen letztendlich abschneidet vom Glück. Genau, also wenn das weitergeht, dann würde man nachher so kommen, dass man immer wieder jemand anderen sein möchte als sich selbst.
wenn man zu viel von den Idealen in diesen Glanzmagazinen gezeigt wird, wie ein Ehepaar sein Leben gestaltet oder in die Ferien geht und so weiter, immer wieder andere Vorbilder nachahmt. Und aber doch nie, weil das ist eine Illusion. Das ist ja nie so wie die Leute, die wir gezeigt werden, dass deren Leben so geführt wird. Das ist ja nicht so. Aber das ist die Illusion. Richtig. Das ist die Gier, das Wollen, das Verlangen. Das ist ja in dem buddhistischen Denken linke Naseöffnung der Atemenergie ist Wollen. Rechte Naseöffnung ist Abneigung, nicht Wollen. Und die Gefühl Wollen und nicht wollen, Abneigung, Yoga gesehen, schafft Leid im Alltag. Und das ist sehr stark geprägt, dieses Wollen, Ideal, wo nicht real ist, sondern das sind in den Magazinen, wie die erklärt werden, eine Lebensform, die so gar nicht gibt. Und dass wir das nachahmen und dann selber schauen, dass ich dieses und jenes nicht habe. Und anstatt nach innen zu kehren und den eigenen Bedürfnisse, die wir im Inneren haben, mit dem zufrieden ist. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, die Gier eines einzelnen Menschen ist so groß, dass das Gesamtreichtum von Indien nicht ausreicht. Also man kann ja schon aufhören mit dem Wollen, irgendwo hat ja keine Grenze, sondern ich kann nur die Grenze mir selbst setzen und sagen, so, ich habe alles, was ich brauche und das genügt mir. Und ich glaube, diese Einsicht ist natürlich für alle sehr schwierig. Mhm. Aber es lohnt sich in dieses psychologisch, wenn man glücklich sein möchte. Und das will ja laut seiner Heiligkeit Dalai Lama. Jedes fühlende Wesen möchte nicht leiden. Und dann muss ich zu dieser Erkenntnis selbst kommen, dass ich dann eben weniger wollen, doch bessere Weg ist oder weniger Abneigung. Und viele Leute haben so viel starke Abneigung und Hass und so. Alles, was ich nicht gut finde, ist, mag ich nicht, nicht. Also, ja, was du, das ist deine subjektive Sichtweise. Das kennen wir viel in der Gesellschaft hier in der Schweiz, dass wir Tibeter nicht haben. Jeder Mensch darf und soll seine Sichtweise, sein Leben führen können und dürfen. Und du musst doch nicht alles richtig und gut finden, sondern woher nimmst du das Recht, über anderen zu urteilen? Jeder Mensch hat sein Recht, so zu leben, wie dieser Mensch will. Und jeder Mensch muss seinen Weg inneren finden. Und das ist so diese große Einsicht des Buddha. Das ist das, was wir von allen verschiedenen Religionen, Wege so gut angesehen wird in der Welt. Und das hilft uns auch als Tibeter, die wir völlig andere Kultur kommen, so gut in die Schweiz zu integrieren, weil wir keine vorgefassten Meinung und Regeln haben, sondern wir passen an und schauen, wie läuft hier in dem Land, im Töstal oder in Appenzell. In Appenzell war eine der ersten tibetischen Siedlungen in Waldstadt, ja. Wurden wir so gut aufgenommen, weil wir in einen kulturellen Hintergrund kommen, die wir nicht das Gefühl haben, wir haben die Wahrheit oder die richtige Einsicht für uns gepachtet, sondern es ist Frage der Perspektive, wie wir die Sachen sehen, ja. Oh ja, da könnten wir jetzt gerade x Themen anschauen, auch die ganze Gendermanie und, aber lassen wir das. Die Sucht nach Anerkennung, jetzt haben wir eigentlich dieses Gefäß, diese Situation ist da. Wie kommen wir aus diesem Gefängnis der Sucht wieder raus? Wir haben ja nicht, jeder hat die Chance, angestoßen zu werden über Weisheitslehren. Wir haben vielleicht Religionsunterricht gehabt in der Schweiz, die uns einfach über den Krieg und den Krieg und den Krieg was erzählte, aber nichts über spirituell tiefsinnige Weisheiten, damit man selbst den Schlüssel entdeckt, wie man aus diesem Gefängnis ausbricht. Ja, das ist nicht so einfach. Also ich hatte auch ein bisschen das Glück, dass ich dank eben der Familie Kuhn in einem Kloster als Mönchschüler eintreten zu dürfen und in einer Zeit gelebt, 80er Jahre, da hat sogar Lehrer von Dalai Lama gelebt. Meine Meister waren direkte Schüler von Lehrer von Dalai Lama. Also ich habe wirklich mit zwei, drei erleuchteten Meister zusammen gelebt, Jahrzehnte.
Darum habe ich ja gesehen, dass es anders geht. Mhm. Ja, also man braucht ja lebende Beweise oder lebende Beispiele, wo man sagt, also so kann man es auch leben. Man kann auch leben ein bisschen weniger Hass, man kann auch leben ein bisschen weniger diese und jenes. Man trotzdem ist man glücklich. Also ich glaube, wenn man diesen Vergleich nicht hat, ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und wir werden auch heutige, auch bis heute wird von der Schweizer Staat und Schulsystem viel zu wenig über diese Werte gesprochen. Es ist alles, was wir heute studieren, lernen, es ist immer mehr das Wollen und Urteil. Und der ist ein Kampf, nicht wahr? Kampf nach äußeren Dingen, aber nie den Kampf, sich selbst zu entdecken und das Glück bei sich zu finden. Und dies ist das generelle Stimmung, die heute herrscht und dann auch diese ganze Angstmacherei durch Medien, nicht? Das wird ja nur noch eins nach dem anderen der Menschen Angst eingejagt, ohne Einsicht, ohne Weisheit, Hintergrund zu erklären und auch der Freiheit jedem einzelnen Schweizer Bürger zu geben, nach seinen, nach guten eidgenössischen Traditionen, nach seinen Freiheit denken, Leben gestalten zu dürfen. Und das sind auch sehr, sehr große Werte, die dann langsam auch, ja, auch verloren gehen, ja. Ja, da machen wir ganz sicher noch eine eigenständige Sendung über das Thema Angst, weil ich denke, das hat genügend Raum, hier einmal verschiedene Perspektiven anzuschauen und auch das Verhalten der Medien zu reflektieren. Aber nochmals, ich bin noch nicht glücklich darüber, wie wir unsere junge Generation am besten an die Hand nehmen können, dass sie nicht in diese Sucht verfallen nach Geltungsdrang nach außen. Ich glaube, ein geborgenes Zuhause ist ja sicherlich mal die Grundvoraussetzung, dass das Kind geliebt wird, geschätzt wird und dass es gut ist, wie es ist. Und ich glaube, dann sind diese ausgeprägten Ego-Bewusstseine gar nicht mehr so da, wenn es von zu Hause aus so läuft. Siehst du das auch so? Ja, natürlich. Die Zuhause spielt eine wesentliche Rolle. Aber das ist dann schon sehr anders geprägt, wenn man von der tibetischen Situation, auch wir in der Schweiz, das Ganze schauen. Das Ganze, es fängt von der Kinderkrippe bis Kindergarten, Umgang mit den Kindern auf den Spielplatz. Auch da fängt es schon an, nicht wahr? Das ist recht eine von unserer Perspektive sehr, sehr verspannte Situation. Auch Umgang mit den Müttern, mit den kleinen Kindern und so weiter. Und das wird ja von der Kinderkrippe bis Kindergarten mitgegeben. Aber ich glaube, so auch Informationen, Bücher über Achtsamkeit, über bewusstes Leben, über Einkehr nach inneren Werten, das ist schon mehr wert. Und das müssen die natürlich auch bei den Müttern anfangen oder bei den Eltern. Und ich glaube, wenn man ein Kind schon sehr in dieses Spannungsfeld aufwachsen lässt, ohne die Herzenswärme, ohne die, dass ein Kind ein Wesen, dieses innere Sein Wesen ist und nicht immer wieder nach der Leistung bewertet wird, sei es Sport, sei es Lernen und etc. Und das ist schon eine, die Atmosphäre ist schon sehr, sehr spannend quasi geprägt. Naja, man schaffe, schaffe, Häusle bauen heißt es ja. Ja, genau. Also, Schwäbisch habe ich mal gelesen. Tust du was, dann bist du was. Und wie gesagt, das ist alles so äußerlich. Und es ist eigentlich schade, sehr traurig auch, diese ganze Entwicklung. Aber es ist ja jetzt hierzulande wahrscheinlich ein bisschen mehr so, aber ich glaube auch da, dass das Maß des Pendels zur einen Seite irgendwann auch auf die andere Seite überschwappen muss und man erkennt, dass man nicht der Gesellschaft Rechenschaft abgeben muss, sondern sich selbst. Genau. Es wäre schön, es würde ein Schulfach geben, wo man über solche Weisheitslehren reden würde, täglich eine Stunde oder einmal in der Woche wenigstens.
Aber das, was ich gelernt hatte in deinen damaligen Religionsunterrichten, mhm. christlich mhm. orientiert, mhm. war mhm. eigentlich nur Schauer, gruselig, mhm. Krampf mhm. und Gewalt mhm. ohne Ende. Und das kann ich jetzt keinem Kind zumuten. Mhm. 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 Nun, nochmals zum Kloster Rikon abschließend mhm. noch. Habt ihr dort auch Weisheitslehren, die ihr an Kinder vermittelt, damit die eigentlich genau sich mit diesem Thema der Sucht sich ganz anders identifizieren können? Ja, wir haben im Kloster einerseits Kurse für tibetische Kinder, die sich dann kommen können, unsere Sprache, unsere Denkart erlernen. Und wir haben auch regelmäßig Führungen von Schweizer Kindern, die von unterschiedlichen Orten kommen zur Führung. Und da zeigen wir in der Führung, die ungefähr anderthalb Stunden dauert, regelmäßig. Wir haben jede Woche 2 bis 3 Schulklassen, die kommen, und zeigen wir unsere Denkart, unsere Lebensform, und dass die Kinder auch in unterschiedlicher Region von der Schweiz auch kennenlernen. Und das ist auch ein Ausdruck von unserer Seite, dankbar zu zeigen zum Schweiz, die sie uns so liebevoll aufgenommen haben, dass wir auch nicht mit leeren Händen in die Schweiz gekommen sind, denn wir sind ja nicht selbstständig in die Schweiz gekommen, sondern die Schweizer haben uns geholt. Das sind ja wenige in der Schweizer Geschichte, als Flüchtlinge hier geholt, und wir haben das auch quasi gut integriert und doch auch unsere Identität, Kultur erhalten. Und das ist etwas der Kulturidentität, die ich jetzt erzählt habe, dass wir davon erzählen. Und es ist auch energetisch ein sehr, sehr wunderbarer Ort im Tösstal, wo wir wohnen. Ja. Ja, allerdings, genau. Wir haben auch eine Zeit lang dort gewohnt, in Saarland, also ziemlich in der Nähe. Ja, das ist in Tösstal, ja, in der Nähe, ja. 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 Super, ich danke dir ganz herzlich für das danke Gespräch, vielmals. Lieber Lothen. Dahozang war das danke. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und der Schlüssel scheint einfach darin zu sein, aus dieser Sucht des Geltungsdranges auszubrechen, indem man einfach die Einsamkeit verliert, sich ein Feld aufbaut innerhalb der Familie, in Freunden, wo man eigentlich wertgeschätzt ist, so wie man ist, und niemandem gerecht werden muss, der einen gerne so anders haben möchte. Sie müssen niemand genügen, Sie sind perfekt, so wie Sie sind. Das war das Fazit von mir aus dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.